kann auch ein Held sein, selbst wenn ich nicht so aussehe, wie man glaubt, dass ein Held aussieht. Ich bin der erstaunliche Maurice. Die Katze kann sprechen! Ja, natürlich! Zweifellos. Na dann, los, los, los! Und was ist meine Rolle darin? Du bist nicht hübsch genug für den romantischen Helden und nicht lustig genug für den Witzbold. Alles klar, ich hol nur meine Abenteuertasche. Los geht's! Ich glaube, ich bin verliebt. Eigentlich das, finde ich. Man sollte auf gar keinen Fall eine Ratte essen, die schon vielleicht eine Ratte gegessen hat. Man weiß ja nie, wo die war vorher. Das würde ich schon mitnehmen. Also es ist schon mal ein guter Tipp aus dem Film. Finde ich gut. Oder? Ja, das absolut. Das finden wir richtig. dass man dem eigenen Instinkt folgt, wenn der mit dem Leben anderer Ratten zu vereinbaren ist. Ich habe keine Ratschläge fürs Leben. Das bringt auch nichts. Alles, was ich zu raten habe, wissen schon alle. Und mein Lebensmotto, nur wer sich ändert, bleibt sich treu, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Wer weiß, ob irgendwann jemand danach handelt. Ich maße mir das nicht an. Das ist eine schöne Frage. Also fremdbestimmt finde ich ihn nicht, aber natürlich ist er in seiner Grundhaltung, in diesem charmant sein und irgendwie auch unsicher sein auf der Suche nach, wer bin ich eigentlich und was ist meine Bestimmung in dieser Welt. Und das finde ich dafür, dass er die Heldenfigur der Geschichte ist und auch, ohne zu viel zu spoilern, eine große Heldenreise vor sich hat, noch zu Beginn der Geschichte. Das ist so ein schönes Bild für junge Menschen, um zu sagen, ich kann auch ein Held sein, selbst wenn ich nicht so aussehe, wie man glaubt, dass ein Held aussieht. Das finde ich total schön an dieser Figur. Und da schließt es natürlich an zu sagen, glaub an dich selber, glaub an dein Talent. Und manchmal kann erst die Liebe dich dazu führen, die Liebe für dich selber zu finden. Oh, und das ist so eine, ja, das ist so eine Parabel, die ich total schön finde, warum ich den Film auch so aktuell und zeitgemäß finde. Ja. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und als ich so alt war wie die Generation, von der wir hier möglicherweise sprechen, sagen wir mal Teenager oder 20er, wollte ich natürlich auch unbedingt Bestätigung haben. Ich bin auf jede Bühne gerannt. Damals gab es da noch keine Likes, sondern Karten, die man abreißen musste. Ich bin auf jede Bühne gerannt und habe meine ersten sehr schlechten Witze vor 20 Leuten erzählt und davon haben sich 10 in der Veranstaltung geirrt und die anderen 10 waren meine Mutter oder so. Warum war ich 24 Stunden lang am Tag Todesverächter, indem ich mich mit schlechten Witzen auf eine Bühne in einem Eiscafé in Dormagen gestellt habe und keiner klatschte? Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Man macht es erstmal, weil man jung ist, weil man nichts zu verlieren hat, weil einen zu Recht keiner kennt. So ist es. Ich denke sehr gerne an meine erste Synchronrolle zurück, die ich überhaupt jemals bekommen habe. Das war Stuart Little. Das war eine kleine Maus, also sozusagen das Gegenteil von einem Kater. Und ich habe mich total gefreut, dass man mir das damals zugetraut hat. Da war ich 26, 27 und habe das halt nicht gekonnt. Und da gab es 2 tolle Synchronregisseure damals, die mir das sozusagen für diesen Film beigebracht haben. Ich bin gerade aus Australien wiedergekommen und da wird die ganze Zeit mit allen Konventionen, mit allen Geschlechtern, mit allen Gendern gespielt und jeder kann drückt sich aus. Das eine sind natürlich die Menschen, die man auf der Straße tagtäglich sieht und das andere ist aber gerade, wenn man in die kleineren Dörfer geht oder was weiß ich, ist es der Bildschirm immer noch. Mhm. Das ist Social Media, das ist der Fernseher, das ist das Kinoprogramm, das ist das, was du siehst. Und wenn du da andere Geschichten hast, wie hier Keith Malizia, dann kannst du auch wieder in den Kindergarten gehen und guck mal, das ist meine Heldenfigur und die ist okay, weil in einem großen Animationsfilm wird diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, deswegen sind solche Filme und Geschichten so wichtig, weil wir auch Geschichten über uns selber erzählen und sagen, es ist okay, eine Geschichte darüber zu machen, du bist eine Hauptfigur. Das ist wahrscheinlich auch was, worüber man in der Schule viel mehr sprechen müsste, wo es auch irgendwie darum geht, dass man von Grund auf viel weltoffenere Bildung auch mitgibt. Und trotzdem kenne ich das von so vielen Menschen in
in meinem Umfeld, solange du dich nicht gewissen binären Regeln unterwirfst, gibt es eine Gewalt und die fängt verbal an und die endet in physischer Gewalt von Spucken zu was weiß ich. Das ist ein enormes gesellschaftliches Thema. Genauso wie transphobe Handlungen, die sozusagen im gleichen Spektrum sind von einer enormen Gewalt. Und das ist natürlich, das ufert jetzt hier in dem Bereich aus und trotzdem ist es aber ein gesamtgesellschaftliches Thema, dem wir uns annehmen müssen. Und das kann nicht sein, dass jemand nur dadurch, dass er oder sie selber ist, nicht existieren darf von einer Gesellschaft. Vor allem in einer Gesellschaft, in der wir eine Geschichte haben von Gewalt. Und ich glaube, es ist manchmal wichtig, auch in solchen Kontexten diese Themen anzusprechen, ist, glaube ich, diese Hoffnung und diese Liebe und dieses kleine Miteinander, was es sozusagen in diesem Film gibt, es ist jetzt der Versuch, da eine Brücke zu sagen, total wichtig, glaube ich, wirklich, zu sagen, okay, wir schaffen aber auch die kleinen Momente, wo du einfach sein kannst und dich sehen kannst. So. Eine Katze landet immer auf ihren Füßen. Maurice! Der erstaunliche Maurice. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Komm zu mir. Was? Den Rest müsst ihr schon selbst herausfinden.